Moin Leute, willkommen zum neuen Vlog. Wir haben das Wochenende Spiel vor, wir spielen aber ein Testspiel. Zum guten Zweck übrigens. Eli ist leider in London. Ich bin noch außer Gefecht. Viel Spaß mit dem Video. Lasst gerne ein Like da. Und ein Abo. Und ja, viel Spaß. Ich guck schon wieder in meinen Kühlschrank heute. Denk mir so, okay, ich nehme Maxi King. Es fehlen zwei. Wo sind meine Maxi Kings? Und Bilo, ja, die beiden Fettsäcke. Hi, ah. Sind jetzt da? Sonst kommen schon ganz viele Jungs. Oh mein Gott, wir sind in Potsdam. Und ich glaube, die können sonst nicht zu unserem Spiel kommen, deswegen. Ja, der erste Eindruck ist super. Gegner, ja, also sehr gastfreundlich, gut empfangen worden. Wir haben Parkplätze auf dem Gelände bekommen. Kabinen sind super. Platz ist sehr gepflegt. Super, tolle Anlage. Die Schiris haben schon gepfiffen. Mannschaftsaufstellung, so fangen wir jetzt an. Im Tor Freddy, Innenverteidigung Marco und Paul. Außenverteidiger Dennis und Paul. Timo spielt Sechser. Linkes Mittelfeld Bieler, rechtes Mittelfeld Jonas. In der Zentrale sind Julius und Luca und vorne fängt Dori an. So fangen wir an. Ich möchte, dass wir offensiv spielen, dass wir Spaß haben. Am offensiven Fußball spielen. Heute ist Sidney nicht da, deswegen schön offensiv spielen. Ja, schön nach vorne. Nein, aber Jungs, spielt nach vorne. Nutzt es. Ja, die Karte. Ja, das will ich mich. Vorne mit Dori. Dori presst immer sehr gut. Der ist jetzt wieder zurück. Ist sein erstes Spiel heute. Na, Dori, wenn. Wo ist Dori eigentlich? Hier! Dori! Pepe! Pepe! Kreuzband, das erste Spiel heute. Wichtig, nicht verletzen, Spaß haben, Freude haben. Guck mal. Hier, Gummibärchen. Esst ihr selber. Ich kann nicht mehr. Das war der Platz. Kann passieren. Ja. Kopf hoch, Fred Ward. Naja, das Tor, so eine Tore passieren. Das ist der Tor nachher, das, die Entstehung war schlimm gewesen. Ali, heute drum, das wer das Bild gepostet hat, wenn die das Sports, weil der da fett aussieht. Komm, weil der da fett aussieht. Gut, Jonas, gut! Sehr gut. Der Querball von Marco war schon ein bisschen mit Rückenwind, den er bestimmt so einberechnet hat, dass er ankam. Aber danach haben sie es gut gemacht, schön quer gespielt. Oh!
Schön, Bilo! 2-1. Hat Bilo schlitzerig gemacht, ne? Hat sich den Ball erkämpft. Torwart gepresst und dann hat er ihn aus dem kurzen Eck noch reingehauen. Hat er gut gemacht. Die wenigen, die das so machen können. Ne? Kurze Ecke, schnelles Tor. Hat er gut gemacht. Was? Erstmal tief Luft holen. Halbzeitfazit. Wir führen 2-1. Ja, ist aber sehr Stückwerk. Also gerade die Anfangsphase, unsere Abwehr sah nicht gut aus. Unser 4-1-4-1, was wir heute spielen, nicht gut. Unsere Angriffe nach vorne heute zu wenig, nicht ordentlich vorgetragen, zu viele Fehlpässe aus der eigenen Hälfte raus. Dann haben wir, das erste Tor war ein Eigentor sogar. Davon hätten wir fast noch eins kassiert, sowas darf uns nicht passieren. Dann haben wir es 1-1 gemacht, das war sehr gut gewesen, also es war gut gewesen, schön rausgespielt. Und das 2-1 hat Bilo sich schön selber ergaunert, hat er clever gemacht. Aber ansonsten, das ist vom Niveau her, was wir heute bieten, ist nicht gut. Also das Spiel ist echt bodenlos von euch, muss ich ja ehrlich sagen. Also das ist, also ich finde es wirklich, das ist eins der schwächsten Spiele. Oh, unsere Abwehr, Jungs, Alter. Wir können doch nicht immer, das ist einer, der ist so groß und ihr beiden Riesen da hinten seht gegen den aus, das fängt mit dem Stellungsspiel an. Ja, brauchst nicht blöd gucken, Marco. Konzentriert euch doch mal, Körperspannung, Körpersprache, Abstimmung, reden miteinander, positiv reden, euch zuteilen. Das kann uns doch nicht passieren, das ist echt schlimm. Das sieht von außen, sieht es aus wie eine Katastrophe. Was ist los, Peter? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Wie? Ich will gerne rauskommen. Wieso? Wechseln. Du willst gerne raus. Wann willst du denn raus? Ich will auch bitte raus. Zur Halbzeit. Jetzt, Maybe, wenn es geht, ja. Jetzt? Maybe. Noch 10? Willst du jetzt in der Kabine bleiben, dann bleibst du in der Kabine. So wie du willst. Digga, wenn es nicht geht, dann... Ja, Mann, 15 noch. Jetzt wird er doch verunsichert. Egal. Ihr verunsichert mich. Ihr verunsichert mich. Ja, er verunsichert mich. Nein, du sagst einfach an, wie lange du noch bist, weil die jetzt losfällt. Ich muss. Alter Schwede, Alter. Adi. Ja, war die ganze Zeit in der Shisha-Bar, Digga? Mein Tipp. Ich hatte 5 Freikontakte, glaube ich, im Spiel. Aber geht's so gut.
super stark. Jonas mit dem Finish. Digga, Michael Dada. Das war endlich mal ein guter Angriff hier. Hat 70 Minuten gedauert, glaube ich, bis wir endlich mal schnellen Angriff von hinten raus. Michael schön nach vorne gerannt mit dem Ball. Perfekter Ball auf Jonas. Jonas hat ihn reingemacht. So sieht Fußball aus. Dafür haben wir jetzt 70 Minuten gebraucht. Wer hat das Tor geschossen? Na ja klar, Jonas. Jonas auf rechts. Jonas Doppelpack. Oh, ist ein Fehler. Oh, geil. Körper gespielt. Oh, das ist. Jonas mit einem Hattrick. Jonas ist am Feier, ist er. Hattrick. Sehr gut. Der erste Hattrick die Saison. Ja, am Ende ist der Sieg dann doch deutlich geworden. Zum Anfang der zweiten Halbzeit war es noch ein bisschen zäh. Beim Gegner sind dann die Kräfte geschwunden und die letzten 20 Minuten haben wir dann das Ergebnis hochgeschraubt. Es sind viele Leute zum Einsatz gekommen, die letzten Wochen oder Monate nicht gespielt haben. Das war ganz gut. War ein Freundschaftsspiel. Als Trainer bin ich natürlich mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, phasenweise nicht zufrieden. Aber dafür sind Testspiele da. Jonas mit einem Hattrick. Aber ist auch nichts Besonderes mehr für dich, ne? Für mich ist Hattrick und Assist. Ja, erste Halbzeit war nicht so gut, aber zweite Halbzeit haben wir dafür ein bisschen aufgedreht und hat am Ende schon sehr viel Spaß gemacht. Sehr gut, 7-2, 15. Spieltag noch besser. Weil der hat einen Hattrick gemacht, ich weiß nicht, der wird uns das ganze Jahr lang damit voll labern. Ihr müsst zu Jonas. Der Tormeister des Spiels heute. Haben die Mitspieler mir auf jeden Fall gut vorgelegt, deswegen. Ja. Wie viele Tore hast du gemacht? Drei. So, ich bin schon am Stream, ich habe vergessen, Outro aufzunehmen. War auf jeden Fall ein gutes Spiel. Zweite Halbzeit war viel besser als die erste Halbzeit. Wir haben noch ein bisschen Törchen gemacht. Ich hoffe, euch haben die Highlights gefallen. Wir gucken gerade die Fokus-Jungs und Eldos. Die sind ja gerade in London, da wo Eli auch ist. Chat ist am Start. Gerne auf Twitch auch vorbeischauen. Und 1, 2, 3 Fokus in den Chat. Woo! Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du nicht lernst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich schmeiß nur dich raus. Ich bin dein Wingman. Check mit Karten auf und was willst du nicht drehen? Mit den Medien kann ich nicht einbauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yeah.